Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der deutschen Version der Blissim-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim-Box ist eine Box, die aus Frankreich jetzt nach Deutschland gekommen ist, schon vor einem Jahr so ziemlich und sich mittlerweile sehr, sehr gut auch hier etabliert hat. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin enthalten. Das kostet 16,90 Euro pro Box und pro Monat, wenn du das als Abo wählst. Und ich finde, dass das einfach eine schöne Box ist, die jetzt mittlerweile tatsächlich eigentlich dieses Format hat, oder? Also ich habe jetzt super viele Boxen von der Blissim-Box schon in dieser Größe hier bei mir zu Hause. 2 Produkte, die ich euch auch vorstellen werde, haben nicht mit in die Box gepasst. Also dieses Riesending und dieses kleine Ding, was noch ein Goodie on top ist, was ich euch gleich erzählen werde. Und ja, ich bekomme die Box in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Blissim-Team. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal in die Box hinein, was hier wohl drin sein wird. Together ist hier das Motto und es geht auch so ein bisschen um den Weltfrauentag. Da gucken wir aber gleich mal. Aber zuallererst zeige ich euch mal, was ihr dazu bekommt, wenn ihr ein neues Abo abschließt. Da könnt ihr den Code GLOW verwenden und dann bekommt ihr etwas im Wert von 39,90 Euro und zwar von Banana Beauty habe ich hier etwas. Hier steht Highlighter drauf. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Schauen wir uns mal an. Shim Shim Shady steht hier drauf. Ich meine, dass ich den auch schon mal hatte, ne? Shim Shim Shady. Das ist ein Creme-Highlighter, Leute. Okay. Interessante Farbe. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich den damals hatte, habe ich noch kein Creme- oder Flüssig-Highlighter verwendet. Mittlerweile mache ich das ja. Deswegen kann ich das auch mal swatchen. Sieht relativ natürlich aus. Kann ich mir auch gut vorstellen, dann tatsächlich ohne Foundation oder so zu tragen. Ich weiß nicht, das trägt man dann ja eigentlich auch. Ich meine, ich habe jetzt ja Highlighter drauf, ne? Trägt man dann ja über der Base auf. Ich gehe ungern mit so einem Stick dann auch direkt aufs Gesicht. Das würde ich dann so auftragen. Und das ist halt das Coole eigentlich, ne? Wenn man so ein bisschen trockenere oder reifere Haut hat, gerade hier so, ne? Wo man ja auch Highlighter aufträgt, kommen Cremeprodukte einfach ein bisschen besser, als wenn man pudrige Produkte nimmt. Das gibt nochmal so einen schönen Glow on top, muss ich sagen. Ich habe sowieso heute eine relativ glowy Base, aber es passt definitiv. Und ja, ich habe irgendwie so ein bisschen out of bed look heute. Muss auch mal sein. Mit hier unten, ich habe hier leider ein Haargummi zu wenig hier oben. Deswegen sind das einfach mal da unten Haarklammern. Herzlich willkommen in meiner Welt. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, kannst du mich gerne hier unten einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Ja, schönes Produkt. Finde ich auch cool, dass man sowas dann als Goodie on top bekommt, ne? Also, das ist nice. Highlighter kann man gut gebrauchen. Und das ist auch ein schönes, gutes Produkt. So, bevor ich jetzt hier die Box... Ich mache die Box auf, komm. Deckel ist entfernt. Sag bloß. Wir haben hier nämlich einen Flyer drin. Und dann kann man hier hinten das Ganze scannen. Normalerweise haben wir hier auch ungefähr kein Verpackungsfüllmaterial drin. Hier haben wir ein bisschen Luftpolsterfolie um ein Glasprodukt offensichtlich drum zu. Und da sind 4 Produkte drin, wovon wir offensichtlich auch ein dekoratives Kosmetikprodukt haben, was ich feiere. Und dann schaue ich mal eben kurz hier, dass ich euch so ein bisschen was vom Motto auch erzählen kann. Ne? Das finde ich immer ganz schön. Also, Stronger Together ist hier das Motto von der Blissim-Box für März. Anlässlich des Internationalen Tags der Frauenrechte am 8. März engagiert sich Blissim an der Seite der Organisation Terre des Femmes. Die Organisation setzt sich seit über 30 Jahren für ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen weltweit ein. Dieses gemeinnützige Projekt ist eine Gelegenheit, Geld zu sammeln, um Frauen zu helfen, die gegen körperliche und psychische Gewalt in ihrer Beziehung kämpfen. Das ist ein hartes Thema, Leute. In diesem Sinne hat Blissim diesen Monat eine symbolische Box entworfen. Together. Ein starkes Zeichen, um Frauen zusammenzubringen und zu unterstützen. Während der März-Kampagne rufen wir unsere gesamte Community dazu auf, sich durch die Einrichtung einer Spendenaktion auf unserer Website auf blissim.de zu mobilisieren. Ja, schön. Dann habe ich hier als erstes das Cardi Shampoo. Rose Repair Regeneration. Ist hier drin, Regeneration und Pflege. Und das ist ein ayurvedisches Elixier. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Kali-Produkten, muss ich leider gestehen. Eine Freundin von mir fällt da tierisch drauf ab, auf diese ätherischen Öle. Und wonach das so riecht, bin ich eigentlich nicht so Fan von, weil ich das zu intensiv finde. Ich bin mal
hier gespannt, wie das so riecht. Hier rieche ich jetzt nichts raus. Die anderen Produkte, die hast du echt, also da ist der Karton nicht mal ins Haus eingezogen und schon hast du das ganze Haus danach gerochen. Das riecht nicht so nach der Rose, die ich halt gerne mag, ne? Es hat halt auch was sehr, sehr Würziges mit dabei. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Sammy liegt hier hinter mir und leckt sich da eine Pfote rum. Der macht sich ein bisschen sauber. Kleiner Dreckspatz. Okay, ja, auf jeden Fall erstmal ein Shampoo hier drin enthalten. Kann man gut gebrauchen. Ich offensichtlich auch. Dann haben wir hier eine Handcreme von Berdoux Mifleur. Also viele, viele Blumen. Mit Aloe Vera und Karité Butter. Ein Produkt aus Frankreich, 98,7% natürliche Inhaltsstoffe und da sind 20 Milliliter drin enthalten. Das ist wirklich hübsch, ne? Mensch, ist das hübsch. Das finde ich von der Verpackung schön. Ich finde auch, dass solche Produkte einfach generell in Beautyboxen gut aufgehoben sind. Wir werden immer öfter auch halt Handcremes in Beautyboxen finden, aber so 20 Milliliter, die rauchen sich ja von alleine auf, ne? Nein. Ist auch eine schöne Geschichte für die Handtasche. Mario Badescu Skincare Facial Spray with Aloe Adaptogens and Coconut Water. 59 Milliliter. Ja, das ist so ein Gesichtsspray, um das Gesicht zwischenzeitlich am Tag mal zu erfrischen. Auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das als Tonerersatz nehmen kann. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe von Mario Badescu zwar öfter schon Produkte durch Adventskalender und so in Händen gehalten, aber noch nicht wirklich selber verwendet. Dieses Spray versorgt deine trockene Haut mit Feuchtigkeit und wirkt wunderbar erfrischend. Seine Wirkung? Die Mischung aus Aloe Vera, Hyaluron und Kokoswasser sowie adaptogenen Pflanzen- und Wurzelextrakten hilft der Haut, sich an den täglichen Stress anzupassen und verleiht ihr gleichzeitig einen belebenden Frische-Kick für ein sichtbar jüngeres Aussehen. Anwendung. Sprühe das Spray vor und nach dem Auftragen deiner Feuchtigkeitscreme, um die Haut mit extra Feuchtigkeit zu versorgen. Ach, guck mal. Nach dem Auftragen der Feuchtigkeitscreme. Auch interessant mal, ne? Wusste ich gar nicht. Okay, dann habe ich hier das nächste. Das ist Blushed. But, Beauty First Skin Always. Blushed. Was ist das? Ist das ein Blush? Würde der Name ja eigentlich vermuten lassen. Bin ich jetzt mal gespannt drauf. Oder eine Mascara? Aber warum heißt sie dann Blushed? Oh. Da versucht sich jetzt gerade was zu entfalten. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gerade auffangen konnte. Aber meine ist leider so ziemlich krass eingetrocknet. Wow. Also als ich die gerade rausgezogen habe. Oha. War das schon... Schade, Schokolade, ne? Aber da ist halt das Positive. Es gibt ja einen Kundenservice, ne? Wenn einem sowas passiert, einfach mal den Kundenservice anschreiben. Schade, Schokolade. Ja, denn das sollte eigentlich eine Endless-Mascara mit 30 Euro wert sein. Hätte normalerweise ein Kunstfaserbürstchen gehabt. Ich muss mal echt im Schnitt gucken, ob ich das irgendwie... Nee, jetzt hat das sich abgestriffen. Habe ich hier vielleicht aus Versehen den Stopper oben mit dran gehabt? Das kann natürlich sein, Leute. Ja, denn ich hatte viel zu viel Produkt unten dran. So schaut nämlich das Bürstchen aus. Riecht? Ja, wonach riecht das? So, dass ich mir die Nase anmalen möchte. Läuft bei mir. Nee, riecht irgendwie angenehm. Ja, tatsächlich. Halt natürlich. Wirklich irgendwie angenehm. Okay, aber da hatte ich jetzt, glaube ich, gerade den Stopper mit rausgeholt. Keine Ahnung, hier oben habe ich jetzt gerade auch ein bisschen rumgeschmiert. Ich nehme mal ein Tuch. Also manchmal, dann habe ich es ja auch, ne? Dann versaue ich hier mein ganzes Gedönsen. Läuft. Aber gut, ja, wir haben gesehen, dass wenn man sie wieder reinschiebt und wieder rauszieht, dass es wieder funktionieren kann. Okay, wir haben hier eine Mascara. 30 Euro ist happig. Wenn die jetzt nämlich nichts gewesen wäre, wäre es traurig gewesen. Aber naja. Dann habe ich hier das letzte Produkt eingepackt und da haben wir von Mira 30 Milliliter, irgendwas mit Moringaöl. Was ist das? 7 Inhaltsstoffe, nährend, tonisierend, votre Bust. Ist es ein Hopiöl? Also es schaut so aus, ne? Das ist tatsächlich ein straffendes Brustserum. Und das wäre die Blissim Box. 5 Produkte haben wir drin. Davon ein Produkt ist dekorative Kosmetik. Und wenn ihr die Box neu abonniert, den Code GLOW eingebt, bekommt ihr auch noch den Manila Beauty Highlighter mit on top. Finde ich klasse.
Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ne? Sich die Box mal anzuschauen. Und ja, schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Ich finde, dass das eine schöne Box ist. Von Kopf bis Fuß gepflegt. Halt auch so spezielle Produkte wie das Rupiöl mit dabei, ne? Das mit der Mascara ist ja noch gerade so gut gegangen. Aber ich finde die gut. Und ich finde auch, dass die Blissim-Box sich echt gut etabliert hat in Deutschland. Was meint ihr? Schreibt das gerne in die Kommentare, Leute, ne? Also Schwarmwissen ist hier immer echt gefragt. Und dann wäre es das hier auch gewesen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!